Hallöchen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von The Bunker. Na, dann wählen wir mal schnell hier einen Schlüssel aus, würde ich sagen. Damit wir hier möglichst schnell rauskommen. It must be another key. Nein! Okay, dann halt der rote. Jetzt mach schon die Tür auf! Wir wollen hier raus. Ja, das sieht gut aus. Juhu! Einen Schlüsselbund würde ich aber zur Sicherheit mitnehmen. Wer weiß, ob wir den noch brauchen. Okay, dann halt nicht. Schlüsselbund bleibt da. Was ist denn da? Wahrscheinlich die Treppe nach oben, ne? Tja, da oben soll tatsächlich die Freiheit sein. Oh, ach so. Ich bin dran, glaube ich. Irgendwas muss ja noch passieren, irgendwie auf dem Weg nach oben. I have to keep going. Du musst da durch, Mann. Oh Gott, muss ich jetzt schon viel klicken. Komm schon. Das bildest du dir alles nur ein. Und dann auch noch die Verletzung und der Blutverlust. Das kommt natürlich auch alles zusammen. Die Schuldgefühle. Der Verlust der Mutter. Come on. Keep moving. Oh mein Gott! Wee, 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 wee! Wee, wee, wee! Das ist eklig! Oh, hab ich's vermasselt? Was? What? Ich hab's tatsächlich vermasselt! Ich hab nicht schnell genug gedrückt. Und da wurden wir dann scheinbar, ja, heruntergezogen. Das ist ja mal krass. Aber gut, es ist jetzt zumindest noch einmal passiert, weil sonst hätten wir nie erfahren, was passiert, wenn man das an diesen Stellen nicht schafft. Wobei, gut, in den anderen Situationen, da mussten wir ihn auch einfach nur motivieren, dass er mal bitte losläuft. Hier war das jetzt was anderes. Da mussten wir ihn wirklich aus der misslichen Lage sozusagen befreien. Das war krass. Na gut, ich schneide das mal kurz raus, bis wir wieder an der gleichen Stelle sind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau, es ist nicht real. Es ist alles nur in deiner Einbildung. Bitte nicht nochmal, ich will nicht nochmal sterben. Also sterben oder versagen. Hier ist auf jeden Fall schon sehr hell, Tageslicht hell. You can't leave me, John. You promised. Here every night.
everything I did for you. And I'm taking the spoil supplies off. And spit it out. 14 months, at best. Margaret, where's that new date appointment? That top left. You and Evelyn had it from Mrs. Harris. How long before it's safe to go back up? 20 to 30 years. Do we have enough food? I have to ration. You got this. Good remember. Good boy. Mom? Mom? Okay. Wie am Anfang, als er geboren wurde. Wo wir auch mit ihm durchatmen. Aber ich verstehe das nicht. Ist da nicht ein grundsätzlicher Fehler in der Geschichte? Ich meine, ja, sie haben ja gesagt, nach 30 Jahren ist die Strahlung dann nicht mehr so stark und dann könnte man rausgehen. Das haben sie gesagt. Aber trotzdem hat das Ventilationssystem nicht mehr funktioniert und die Strahlung ist reingekommen? Hä? Ich dachte, es gäbe keine Strahlung mehr jetzt nach 30 Jahren. Wisst ihr, was ich meine? Oder kommt die Strahlung von woanders her? Sonst hätte er ja nicht so panisch fliehen müssen vor der Strahlung im Bunker. Vielleicht habe ich da irgendwas nicht kapiert. Ich würde sagen, bevor ich hier die Credits durchlaufen lasse, mache ich nochmal kurz Continue. Und ich schneide das raus und dann wähle ich nochmal, dass wir bleiben. Genau, und gucken uns mal an, was sich da so ver... Oh mein Gott, so viel nochmal? Wieso denn so weit hinten? Okay, egal. Na gut, ich mach das mal und schneid das aber dann natürlich raus. So, dann würde ich sagen, wählen wir mal die andere Option. Wir bleiben. Good boy. Dann werden wir da drin natürlich sterben, ne? Weil da ja mysteriöse Strahlung ist, die von irgendwoher kommt. Wobei ich jetzt da draußen auch keine Tiere und nichts gesehen habe. Also vielleicht ist tatsächlich alles da draußen noch nicht in Ordnung. Und bei dem anderen Ende sind wir schnurstracks in den Tod gerannt, weil es draußen gefährlich ist. Aber ich glaube das eigentlich nicht. Sonst wäre nicht dieses Durchatmen gewesen. Also ich fand das andere Ende auf jeden Fall besser, nicht nur weil es ja, irgendwie das bessere Ende ist, sondern einfach, weil das mehr so den Kreis geschlossen hat mit diesem Durchatmen. Das fand ich ganz cool, weil das eben den Anfang wiederholt hat, wo er geboren wurde. Ja, leider hat sich herausgestellt, dass die sehr, sehr frühe Annahme über den Plot-Twist sozusagen wahr war, was ich echt schade finde. Es war zu offensichtlich. Da hätten sie ein bisschen vorsichtiger die Hinweise setzen müssen.
Weil gerade sowas ist erst richtig cool, wenn man davon überrascht wird oder wenn man nur so eine leise Ahnung hatte. Wenn man schon so überzeugt war, dass es so kommen wird, ist es irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen doof. Trotzdem haben sie die Geschichte sehr spannend erzählt. Ich fand gerade, also er war ein super Schauspieler, der Hauptdarsteller, hat das richtig geil gemacht. Und sie war aber auch ziemlich gut, finde ich. Und ja, eigentlich fand ich auch Bishop gut, da wo es gerade so durchläuft. Ja, alle haben ihre Arbeit ganz gut gemacht. Auch der junge John hat das ziemlich gut gemacht. Simon Sparks? War der Escaping Patient? Stand der nicht eben noch bei den Entwicklern? Wahrscheinlich haben die teilweise selbst mitgespielt. Auf jeden Fall merkt man, dass da viel Herzblut drin steckt in diesem Projekt. Es war schon sehr krass wie ein Film und auch gut gelungen in der Hinsicht, aber ich finde, es war vielleicht zu wenig Spiel. Weil im Grunde blieb uns ja nur ab und an mal ein bisschen zu klicken und es gab nicht mal so Stellen, ja, wo irgendwie die Story ein bisschen wenigstens auseinanderläuft, dass man wenigstens hätte sagen können, ich laufe da lang oder ich laufe da lang und dadurch hat man zwei Wege im Spiel. Also es war im Grunde ja keinerlei Entscheidungsfreiheit, außer jetzt am Ende. Man konnte sich halt überlegen, ob man sich wirklich alles genau angucken will, aber mehr auch nicht. Das fand ich so ein bisschen schade. Es war wirklich eher ein interaktiver Film als ein Filmspiel. Wisst ihr, was ich meine? Also, ja. Also noch weniger Interaktivität als bei Telltale zum Beispiel, bei den Spielen. Da hat man ja wenigstens noch Entscheidungen, die dazu beitragen, dass später Charaktere weg sind oder irgendwie sowas, weil die gestorben sind durch unsere Entscheidungen oder dass man sich mit jemandem nicht versteht. Okay, hier ist halt die Ausgangslage eine andere und hier ist es schwierig, sowas zu schaffen. Das möchte ich gar nicht abstreiten, aber ja, es hat halt noch so ein kleines bisschen was gefehlt für mich im Gameplay. Aber ansonsten war die Grafik hervorragend. Nein, sorry. Ich stehe ja einfach auf FMV-Adventures, von daher fand ich das extrem cool mit den echten Schauspielern. Und die Musik kam auch sehr professionell rüber und hat immer ziemlich gut gepasst. Und ja, was kann ich noch sagen? Es hat einfach Spaß gemacht, auch das Spiel. Der Film. Und ja, man war einfach gut unterhalten. Es war gute Unterhaltung. Aber wie gesagt, da! The Calvadine Hatch Secret Nuclear Bunker. Wie cool. Da haben sie das komplett gedreht. Nicht schlecht. Ach so, und was natürlich auch nicht so gut ist, dass es so kurz war. Das war ja jetzt wirklich sehr kurz, leider. Also, und dafür ist der Preis schon recht happig, muss ich sagen. Ich glaube, regulär kostet es 20 Euro. Ich habe es ein bisschen günstiger bekommen mit Gamescom-Rabatt, weil die da Gutscheine verteilt hatten. Aber so für einen Komplettpreis ist schon ein bisschen, boah, ist schon heftig. Aber gut, ist auch ein sehr mutiges Projekt gewesen, sehr umfassend. Sicherlich auch nicht ganz einfach, sich die Stars zu holen teilweise, weil der Hauptdarsteller spielt, glaube ich, einen der Zwerge in Der Hobbit. Von daher kann ich es schon verstehen, den hohen Preis, aber es ist einfach zu kurz. Für den Preis jetzt, also Preis-Leistungs-Verhältnis, sage ich jetzt nur. Und ja, ein bisschen wenig Gameplay. Aber insgesamt bleibt eine gute Erinnerung daran zurück. Und auf jeden Fall danke ich euch, dass ihr mit dabei gewesen wart. Und ja, dann sehen wir uns in einem anderen Let's Play-Projekt dann wieder. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.